Schenk nach, Spinter. Die Krüge sind leer. Ja, Vater. Aber warum? Was meinst du, Schmied? Warum hat der Bär meine Ortrud geholt? Warum ist sie noch einmal den Berg hinauf bis zum Schlund? Hm? Obwohl sie schon im Tal war. Spinter, ich frage dich, warum? Hey, hey. Warum, Spinter? Hey, lass meine Tochter in Frieden, Schmied. Es ist genug. Es ist erst genug, wenn ich weiß, warum. Du verlässt jetzt mein Haus. Sofort. Und nimm dein Bärenfell mit. Das ist alles meine Schuld. Das ist gut, Spinter. Ulrik wird dir nichts tun. Nein, Vater, du verstehst nicht. Es ist meine Schuld, dass Ortrud tot ist. Johannes. Enno. Ja, dein Freund Enno, der dir einen Gefallen getan hat. Der Matthias überzeugt hat, dass du dich nicht mehr geißeln musst. Und was hast du ihm getan? Oh, ich habe ihm nur erklärt, was ich alles mit ihm anstelle, wenn er dich nicht in Frieden lässt. Enno, ich habe dich nicht darum gebeten. Und dennoch könntest du zumindest ein wenig Dankbarkeit zeigen, mein lieber Johannes. Drohen und Schmerzen zufügen, das ist alles, was du kannst. Hast du überhaupt ein Herz im Leib? Selbstverständlich. Immerhin habe ich heute einem Mann aus Quill geholfen, Bäume zu fällen, während die meisten anderen Dörfler auf Bärenjagd waren. Was? Was für ein Bär? Na, der die Tochter des Schmieds getötet hat. Aber das war doch der Dämon. Glaub, was du willst, mein Freund. Die da unten glauben jedenfalls, es war der Bär. Oder? Oder? Ihr Götter, lass sie nicht der Bär gewesen sein. Lass sie mich nicht. Du bist zu früh. Oder? Du kommst vor deiner Zeit. Du musst wieder gehen. Was dich ruft, wird dich rufen, wenn der Tag der Tage anbricht. Ich hab dich gesehen, kurz vor dem Kampf mit dem Bären. Ich weiß, es klingt, als hätte ich den Verstand verloren, aber ich war in Sorge, du wärst der Bär gewesen. Warum hast du ihn getötet? Er wollte kein Menschenfleisch fressen und du kein Bärenfleisch. Ich wollte die Leute in Quill schützen. Er wollte kein Menschenfleisch fressen. Warum hast du ihn getötet? Aber er hat Ortrud zerfleischt. Etwas Böses hat sie geholt. Kein Bär. Also, warum? Damit sie mich als eine von ihnen anerkennt. Das ist nicht deine Bestimmung. Was dann? Du bist eine junge Frau und ich bin eine alte Frau. Du wirst Dinge über dieses Tal erfahren, von denen keiner der Männer dort unten je gehört hat. Was für Dinge? Schmerz wird über dich kommen, wie ein Hagel aus Pfeilen. Wie ein Sturm aus Messern, wie 1000 Bienenschwärme mit Stacheln aus Stahl. Er wird über dich kommen wie die Klauen des Greuel. Und wenn er dich nicht zerreißt, dann wird der Schmerz dich lehren, wer du wirklich bist. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Der Bär wollte kein Menschenfleisch fressen und du kein Bärenfleisch. Du hättest ihn nicht töten müssen. Du bist zu früh. Was dich ruft, wird dich rufen, wenn der Tag der Tage anbricht. Geh jetzt, Wulfhild. Kriegerin der Ebene.